So, wir sind immer noch mit Aya und Bayek unterwegs und sollen immer noch Höhlen erkunden. Wohin jetzt, meine Liebe? Irgendwo hier unten durch, oder was? Es muss durch diesen Abwasserkanal gehen. Niemand hatte den Mut, in Hades Flüsse zu springen. Wir schon. Nach dir, Aya. Na dann, Happy Birthday. So, wir sollen tauchen, ja? Warte mal, müssen wir denn da runter oder was? Ja. Hallo? Wir müssen. Ja. Müssen wir gerade durch da oder was? Scheint wohl, ne? Das ist der einzige Durchgang. Ja, ist der einzige Durchgang. Wieder durch. Das Grab. Unglaublich. Ich hoffe, du besorgst mir auch mal so einen Sarkophag. Bitte was? Was immer du willst, meine Liebe. Es heißt, sein Sarkophag sei voller Honig. Das hilft, den Kar zu erhalten. Unglaublich. Versprich mir, mich mit meiner Klinge zu begraben, damit ich mich im Gefilde der Binsen verteidigen kann. Versprochen. Diese Zeichen hier unten, sie handeln von Siva, das Gewölbe und ein Zepter, das Alexander hält. Amun steht in einem Feld voller Bäume und eine markierte Sphäre trifft auf sein Zepter. Mann zu König, König zu Gott. Eine markierte Sphäre? Was hast du mit der Sphäre gemacht, die ich dir gab? Ich gab sie Apollodoros. Er liebt solche Dinge. Lassen wir die anderen rein. Ich sehe mich noch weiter um. Hallo, Chlor. Bilder an der Wand. Ich kaufe nichts. Der Stab, den er hält. Die Gravierung. Seit meiner Kindheit war dieser Mann mein Vorbild. Er ist dir ähnlich. Ich weinte an seiner Statue in Rom. Mit 30 hatte er ein Reich, das sich über die bekannte Welt erstreckte. Was habe ich denn getan mit meinen 5 langen Jahrzehnten auf Erden? Gemeinsam können wir mehr erreichen als Alexander. Ja. Wie lange noch, bis die Königin aufhört, Cäsar zu beeindrucken? Und bei uns beginnt. Unsere Bedürfnisse sind die ihren. Sie wird liefern. Mein Cäsar, unsere Boten wurden bei der südlichen Garnison von Alexandria festgenommen. Die Soldaten haben von einem feindlichen Umfeld berichtet. Festgenommen? Das nennt er Diplomatie? Ich werde meine Wache schicken. Griechische Soldaten passieren die Stadt leichter als Römer. Lasst uns die Sache erledigen, meine Königin. Flavius, komm. Sieh nur. Wir haben den großen König gefunden. Gut. Das mit der gesamten Garnison aufzunehmen wird nicht leicht. Rettet ihr das Boot. Muss das auch gar nicht sein. Ein wohlüberlegter Mord und ein schattenhaftes Auftreten werden besser funktionieren. Wenn du es mit ihnen aufnimmst, wäre ich gern an deiner Seite. Ich lenke die Garnison mit einer Prügelei ab. Eine gute Idee. Ich werde die Boten holen. Aber kurz, ich muss mal kurz gucken, wie ich hier rauskomme. Da.
Wie gesagt, die Wachen lassen wir gerade mal in Ruhe. Wir müssen jetzt zu einem Boten. Müssen wir da rüber oder was? Kann man da rüber? Also, ja, eigentlich war es anders gedacht. War die Frage jetzt ein bisschen anders gedacht, aber gut. Hast du nicht? Zu langsam. Da. Ich rufe die Truppen. Ich hab das Ziel in Sicht. Bist du müde? Da. Sag mal. Kein schwerer Schuss. Kann mich jemand einfach töten? Bringt es endlich zu Ende. Ich komme, um dich zu retten. Moin. Wir müssen Caesar warnen. Was ist denn passiert? Septimius, sie planen den Hafen zu belagern und wollen den Palast einnehmen. Ich werde Caesar nicht verraten! Wie viele Köpfe muss ich denn noch abschlagen, bevor Caesar versteht, das ist sinnlos? Der Schakal, Septimus, Septimius und der Skorpion, Potheinos. Wir müssen zum Pharus marschieren und die Königin in die Falle locken. Dann sagten sie, sie gingen nach... Wohin? Wohin? Ja, das... Dieser Kerl könnte noch mehr Informationen haben. Ich muss ihn zurück zu Caesar bringen. Gut, dann müssen wir jetzt mal ganz kurz eben gucken, dass wir hier rauskommen. Ich brauche jetzt ein Pferd. Ich finde aber gerade keins. Hey! Bin bereit. Hey! Wer bist du? Hey, was? Bist du Level 10? So, tschüss. So, wir plündern. Ach, geh mir auf Säcke. Was?
So, Fetzo, bleibst du mal bitte jetzt hier gerade, oder? Sag mal. Was? Hey! Ich hätte gerne mal ein Pferd. Danke. Die Götter segnen dich. So, kehre zum Palast zurück. Dann machen wir das doch mal. Dann müssen wir halt so machen. Ja. Ja, hier. Jetzt auch noch Römer? Welche Invasionsarmee kommt denn als nächstes? Diese Römer ignorieren uns auf eigene Gefahr. Wir werden randalieren, bis die Götter. So, ich interessiere mich gerade mal. Meine Mitbürger, wir müssen zu den Waffen greifen. Ich ignoriere gerade mal die. Was geht hier ab? Loyale Männer, Cäsar. Septimius plant, euch im Palast einzusperren. Euch bleibt keine Zeit. Wie vorhergesehen. Krieg. Flavius? Sie wollen Feuer. Lass uns den ganzen Hafen niederbrennen. Und wenn wir Pharos nicht verändern, weiß der Rest der Flotte Bescheid. Wir schließen im Streitwagen auf. Salve, mein Cäsar. Ich erteile den Befehl. Meine Königin, ihr solltet mich in die Schlacht begleiten. Während diese Soldaten sich niedermetzeln, bleiben wir auf unserem Thron. Wir sind Königin, bis ein Schwert unser Herz durchbohrt hat. Selbst dann bleibt unser Blut auf diesem Thron. Na gut. Ich bleibe. Mein Leben liegt voll und ganz in euren Händen. Nun, der wichtigste Teil des Plans. Legt dies in die Feuerschale des Pharos. Sie begleitet mich durch die Stadt. Und nun, lasst die Schlacht toben. Aya, wenn du unseren Bruder findest, Gines Doi. Ich rieche Krieg! Wir setzen unsere Königin auf den Thron! Du bist die Einzige, die einen Thron verdient! Gib mir das Pulver! Cäsar traut deiner Frau diese Aufgabe nicht zu. Beweis ihm das Gegenteil, Liebste! Ja, wir spielen jetzt eine ganze Weile mit Aya. Bayaks Reise ist ja beendet, er möchte nur noch den finalen Gegner haben. Ich habe den Rest mit Aya übernehmen. So, erreiche die Spitze des Pharaos. Und das sehen wir uns in der nächsten Folge an, ne? Bis dann, tschüss.